Wir kommen zum nächsten Thema. Ich möchte zum Schluss noch über das Essen sprechen. Unsere Ernährung, ein Thema, das so wichtig ist, dass nicht nur der Spiegel ihm kürzlich eine Sonderausgabe gewidmet hat. Es gibt ja hunderte solcher Titel, sondern mittlerweile vor allem moralisch sehr aufgeladen ist. Der Titel des Leitartikels zum Beispiel hieß »Meine Generation hat große Schuld auf sich geladen« und es geht natürlich ums Fleischessen. Ein Thema für die Politik oder ist es die intimste Privatsphäre? Ich weiß auf jeden Fall, Frau Raab interessiert das Thema sehr. Sind wir Ihrer Meinung nach moralisch dazu verpflichtet, das Fleischessen zu lassen? Definitiv. Und ich möchte vorweg erstmal sagen, es geht beim Thema Veganismus und Tierrechte nicht nur ums Fleischessen. Es ist auch nicht nur eine Ernährungsweise, sondern eine moralische Einstellung, eine moralische Lebensweise gegenüber anderen fühlenden Individuen auf diesem Planeten. Wenn wir es für unmoralisch erachten, Menschen systematisch in die Welt zu züchten, zu versklaven, zu unterdrücken, von ihren Kindern zu stehlen und sie zu zerstückeln, sprich zu ermorden, nur um ihre Leichenteile zu essen, nur um ihre Muttermilch zu stehlen, dann brauchen wir einen moralisch signifikanten Unterschied, der es uns gestatten würde, das also bei Tieren zu tun, die gleichermaßen aufgebaut sind, die gleichermaßen fühlen können. So unmoralisch und so falsch es Gott sei Dank gesetzlich ist, das Menschen anzutun, so falsch muss es auch und so illegal muss es auch sein, Tiere zu Produkten zu verwandeln. Also Sie zeichnen da natürlich sehr, sehr, sehr dramatische und drastische Bilder, aber es zeigt, Sie nähern sich dem Thema oder der Grund für Ihre Einstellung ist nicht der Klimaschutz, sondern vor allen Dingen das Tierwohl. Genau, ich finde es immer ganz schade, wenn das Thema Tierethik durch Ernährung und Gesundheit und Klimaschutz verwaschen wird fast schon. Denn das können keine Argumente für Tierrechte darstellen. Denn der Gesundheit ist egal, wenn ich einmal in der Woche eine Fischleiche esse. Dem See ist es wahrscheinlich auch egal, wenn ich einmal in der Woche einen Fisch aus dem Wasser ziehe. Sprich, das hat keinen Effekt auf die Umwelt. Aber dem Fisch nicht. Das geht um das Individuum Tier, ein Recht auf körperliche Unversehrtheit zu haben, ein Recht darauf zu haben, nicht versklavt zu werden. Das gönnen wir mittlerweile allen Menschen, unabhängig ihrer Hautfarbe, ihrer Kultur oder ihres Geschlechts, ihrer Sexualität. Und das müssen wir eben auch den Tieren unabhängig ihrer Spezies geben. Denn der Faktor, dass wir das allen Menschen unabhängig dieser genannten Faktoren geben, ist, dass wir eine große Gemeinsamkeit haben, die einzig relevante in dieser Fragestellung. Und das ist eben die Fähigkeit, dass wir leidensfähig sind, dass wir ein Bewusstsein besitzen. Und diese Tiere, die wir als Objekte verwenden, die auf unseren Tellern landen, die haben genau dieselbe Eigenschaft, dass sie fühlende Individuen sind. Ich kann viele Ihrer Punkte natürlich nachvollziehen. Aber mich bedeutet, woher nehmen Sie das Recht oder haben Sie das Gefühl, das Recht zu haben, anderen Menschen eine gewisse Lebensweise aufzudrängen? Also ich finde das immer ganz spannend, wenn man sich davor scheut, anderen etwas zu verbieten, pauschal. Weil wenn wir das machen möchten, dann müssten wir jegliche Form von Gesetzgebung aufheben. Jedes Gesetz, das sich auch an Menschen so vergeht, sagen, hey, woher nehmen wir das Recht, einem Kinderschänder zu verbieten, sich an Kindern zu vergreifen? Weil das Kind ein schützenswertes Opfer ist. Und genauso eben sind das die Tiere. Pauschal fordere ich erstmal nicht Verbote. Die ergeben sich aus dem, was ich fordere, logisch als Ableitung. Ich fordere Tierrechte, Personenstatus für Tiere, weil sie gleichermaßen fühlende Individuen sind wie wir. Und daraus ergibt sich natürlich, dass wir Verbote brauchen, Tierprodukte zu konsumieren und die moralische Verpflichtung und gesetzliche Verpflichtung, vegan zu leben. Wenn wir uns alle, und ich verstehe, dass das gruselig ist, oh mein Gott, sie will uns das und das verbieten, sie will uns ihre Meinung aufzwingen, ich verstehe das. Es geht ja auch nicht darum, ob ich jemandem vorschreibe, dass er lieber Zitronen statt Orangen essen soll. Das sind natürlich persönliche Meinungen, das nehme ich keinem weg. Aber die persönliche Freiheit, und ich glaube, da sind wir uns alle am Tisch einig, die endet dort, wo ich jemandem anderen seine persönliche Freiheit nehme. Wenn wir unsere Freiheit als gut hoch einschätzen und uns das sehr wichtig ist, dann müssen wir doch sagen, hey, die Tiere fühlen gleichermaßen, die wollen ihre persönliche Freiheit genauso, wie wir das wollen. Also ich verstehe natürlich, dass Tiere Schmerz empfinden, dass viele Tiere leiden, aber am Ende gibt es diese Tiere ja nur, zum Beispiel Rinder, Hühner, Schweine, aus dem einfachen Grund, damit sie nachher verzehrt werden. Also das sind jetzt nicht Tiere, die es ansonsten frei auf der Welt leben würden, sondern die gibt es ja explizit und werden gezüchtet von Landwirten,
um sie nachher zu verzehren. Also das kommt natürlich auch auf die Industrie an, die wir betrachten. Mhm. Wenn wir uns beispielsweise Zoos anschauen oder Trophäenjagd, dann sind diese Tiere nicht extra ins Leben gezüchtet worden. Und das erachte ich trotzdem. Und ich würde vielleicht sogar sagen, einige hier am Tisch, Zoos, Tiere einsperren als etwas Falsches. Aber das war leider ein Fehlschluss, weil nur weil ich jemanden ins Leben züchte, gibt mir das kein Recht darauf, mich an seinem Körper zu vergreifen, sondern umso mehr eine Verantwortung, ihm ein gutes Leben zu machen und ihm sein Recht auf körperliche Unversehrtheit auch zu schützen. Ansonsten könnten wir sagen, hey, ich habe 3 Kinder bekommen, ich bin eine Mutter von 3, ich habe jetzt Hunger, ich hau jetzt meine Kinder in den Ofen. Ich habe sie gemacht, sie wären ohne mich sonst gar nicht da. Ich habe sie sogar von vornherein mit dem Zweck gemacht, mich an ihnen zu vergehen. Und dann würden wir natürlich aufschreien, das wäre nicht in Ordnung. Das heißt, die Argumentation, dass es die Tiere sonst nicht geben würde, die sind ja nur aus diesem Zweck da, kann natürlich auch bei Tieren nicht halten. Zumal wir ja auch jagen gehen im Wald und das... Das ist genauso legitim. Illegitim. Aber ich würde einfach zunächst mal, ohne mich inhaltlich darauf einzulassen, ganz einfach demokratietheoretisch argumentieren, solange die Vermenschlichung von Tieren keine Mehrheiten hat, wird es nichts. Ja, Sie haben und ansonsten, mir ist es wurscht, was andere essen. Diesen Karlauer muss ich noch unterbringen. Es wird ganz einfach per Mehrheiten entschieden. Und solange Sie keine Mehrheiten haben, macht die Mehrheit das weiter, was sie machen möchte. Da haben Sie leider vollkommen recht. Deswegen bin ich auch Aktivistin, um Leute davon zu überzeugen, erstens selbst vegan zu werden, zweitens ihre Stimme in dieser moralischen Gerechtigkeitsbewegung auch für die stimmenlosen Tiere zu erheben. Denn sie können sich nicht auf die Straße stellen mit einem Schild. Anders war es natürlich in der Befreiungsbewegung von Homosexuellen beispielsweise, die vor 70 Jahren teilweise noch im Gefängnis gelandet sind, einfach dafür, dass sie Menschen des gleichen Geschlechts geliebt haben. Das stoßen wir jetzt natürlich auch ab oder lehnen wir zumindest ab, mehrheitlich, Gott sei Dank. Und da hat sich etwas gesellschaftlich getan, eben dadurch, dass es Aktivisten gab, die andere von ihrer Meinung überzeugt haben. Sie haben vorher ein Zitat gesagt, das ich sehr, sehr witzig fand. Dumme Meinungen sind nicht mehrheitsfähig. Ich glaube, beispielsweise die Tatsache eben, dass wir Frauen keine Rechte gegeben haben, dass Homosexuelle ins Gefängnis gekommen sind, dass wir Menschen versklavt haben, dass es Faschismus auch im Zweiten Weltkrieg gab und eben auch, dass es jetzt eine Tierindustrie gibt, dass wir Tiere als Objekte verwenden, sind der beste Gegenbeweis, dass natürlich leider dumme Meinungen durchaus gesellschaftsfähig sind und mehrheitsfähig sind. Es gibt bestimmte kulturelle Übereinkünfte. Die Maasai machen sich Ringe um den Hals und ziehen sehr schädlich für die Wirbelsäule die Hälse lang oder machen sich Flöcke in die... Das gibt so Übereinkünfte, die man trifft. Wir haben uns zum Beispiel auch dazu entschlossen, dass Inzest verboten ist. Dafür gibt es rational eigentlich keinen Grund, weil der einzige Grund, den es gibt, ist behinderte Nachkommenschaft. Und das kann kein Grund sein, weil das Euthanasie wäre. Also man kann auch nicht verbieten, dass 2 Bluter miteinander Geschlechtsverkehr haben. Also dieses Argument kann man nicht bringen, ansonsten gibt es eigentlich kein anderes. Das ist einfach eine blanke kulturelle Übereinkunft, die einfach von der Mehrheit geteilt wird und deshalb machen wir es so. Was Sie gerade machen, ist ein Appell an die Gesellschaft. Nur weil es die Gesellschaft macht, ist es deswegen nicht moralisch richtig. Ich kann Sie nur als Individuum fragen, wie können Sie persönlich Ihre Gewalttaten an Tieren rechtfertigen? Sie haben jetzt die Wahl, sich ab jetzt so zu ernähren und zu kleiden, dass dafür kein Tier versklavt wird, dass dafür keinem Tier die Kehle aufgeschlitzt wird. Also brauchen Sie eine individuelle Rechtfertigung. Dafür. Nee, brauche ich gar nicht. Natürlich brauchen Sie Ihre Handlungen, unterstützen Gewalttaten. Was weil ist ich ihre Vermenschlichung der Tiere gar nicht teile. Was ist denn der relevante Unterschied, dass wir Tiere nicht vermenschlichen sollten? Das ist völlig wurscht, ob irgendwas Gefühl hat oder nicht. Das ist eben nicht völlig wurscht. Also ich darf einen Hund einfach treten, weil er kein Mensch ist. Wenn mich ein Hund angreift, trete ich natürlich. Aber die Tiere, die Sie zum Schlachthof schicken, greifen Sie an. Die greifen Sie nicht an. Also brauchen Sie dafür eine Rechtfertigung für die Gewalt. Aber wie kommen Sie denn darauf, dass die Leidensfähigkeit das Argument ist, dass im Prinzip Menschen gleiche Wesen sind? Ja, also spätestens in dem Moment, wo ich betrachte, was ist die Gemeinsamkeit, die ich habe mit jemandem einer ganz anderen Kultur, der eine andere Sprache spricht und eine andere Hautfarbe hat, mit jemandem von außen betrachten, die schauen ja ganz anders aus, was sollten die gemeinsam haben? Dann können wir den anderen ja versklaven. Ja. Wissen Sie, genauso wie Sie denken, dass die ja so anders sind, das hat man früher ja auch über schwarze Sklaven gesagt. Das sind ja nur Schwarze, das sind ja nur Tiere, die kann man nicht auf die gleiche Stufe stellen. Die Leidensfähigkeit ist aber der Faktor, der schlussendlich die moralische Gerechtigkeitsbewegung auch hergebracht hat, dass wir jetzt Menschenrechte haben und genauso haben Tiere Gefühle. Weil die ganze Welt ist von Menschen, Tieren, Pflanzen bevölkert und allein die Existenz eines anderen Wesens beeinflusst die Existenz von anderen. Ja. Und Veganismus ist schlichtweg ein Sektierertum, was sich in einen Reinstraum innerhalb einer natürlichen Umwelt sichern will, den es so nicht gibt. Allein, dass sie da sind, führt ja dazu, dass sie eine Wohnung brauchen. Und dementsprechend kann dort zum Beispiel kein Lurch mehr nisten. Richtig. Das heißt, also sie haben einfach durch ihre Existenz eine Auswirkung auf das Leben der Tiere. Was
Tiere. Das ist jetzt Ihr Argument gegen Tierrecht und für Versklavung von Tieren, weil mein Leben prinzipiell pauschal etwas Leid verursacht, was es nicht einmal unbedingt tut, weil vielleicht hätte es auf der Fläche sonst mehr Leid gegeben, wenn ich das Haus nicht gebaut hätte, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Wie können Sie deswegen rechtfertigen, systematisch Tiere zu züchten, zu versklaven und auf ihren Teller zu legen? Ja, man kann Tiere gar nicht versklaven, weil es Tiere sind. Wissen Sie, was Menschen. Die Definition von Sklaverei ist? Und die Definition von Sklaverei lautet, in kompletter rechtlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit von einem Menschen zu leben. Da steht noch nicht einmal drin, dass es ein Mensch sein muss. Diese Tiere sind definitionsgemäß Sklaven. Sie sind nicht frei. Sie können nicht frei beschließen, ob sie jetzt in die Gaskammer wollen, wie 40 Millionen Schweine im Jahr. Tiere können keine Sklaven sein. Was denn sonst Objekte? Sind die frei? Das können Sie natürlich willkürlich ausdehnen auf Tiere, Ihre Vermenschlichung ist nichts. Nur wenn ich diese Vermenschlichung nicht... Nicht willkürlich. Es ist eben nicht willkürlich. Ihre Gewalttaten sind willkürlich. Sie müssen einfach einsehen, dass Ihre Sicht nur ein ganz winziger Bruchteil teilt. Dann sagen Sie mir doch, wie Sie Ihre Gewalttaten rechtfertigen können. Wenn ich im Recht bin, heißt es nämlich, dass nicht Veganer im Unrecht sind und unnötige Gewalttaten willkürlicher Natur in ihren Ausüben. Ich muss sie ja gar nicht rechtfertigen. Gewalt braucht eine Rechtfertigung. Der berühmte Förster Wohlleben, der durch alle Talkshows zieht, sagt, Bäume haben eine Seele, Bäume fühlen, Bäume kommunizieren. Darf ich deswegen Menschen Schlachthäuser bauen, weil Bäume angeblich Seelen haben? Das ist eine religiöse Willkür und Schwurbelei. Jetzt müssen wir es mal ganz kurz entwirren. Ich glaube, niemand kann mehr so richtig folgen. Und Ben, du wolltest gerade auch was sagen. Ich lausche da sehr gespannt. Und ich finde das sehr sympathisch, mit welcher Kompromisslosigkeit du auch in das Thema reingehst und dass du dich auch traust, das überall zu vertreten. Jetzt hatten wir eine demokratietheoretische Argumentation schon, aber ich finde schon, wie gesagt, ich versuche mal ein bisschen einen Mittelweg zu zeichnen. Ich finde, wenn man es logisch betrachtet, in der logischen Argumentation, dann würde ich sagen, ich bin auf Ihrer Seite. Weil wenn ich sage, ich darf einen Mensch nicht töten, weil ein Mensch ein fühlendes Wesen ist und ein Tier ein fühlendes Wesen ist, ist es für mich eigentlich auch logisch zu sagen, ich darf ein Tier nicht töten. Ja. Also ich finde das allein sozusagen vom logischen Herangehensweise finde ich das Argument geltend und finde ich auch ehrlich gesagt schwer zu entkräften, wenn man es aus einer ethischen Perspektive sieht. So, das ist das Erste. Zweitens, ich bin grundsätzlich kein Freund davon, wenn der Staat in irgendeiner Form eingreift und Dinge grundsätzlich verbietet. Da würde ich jetzt dir in dem Fall wieder eher widersprechen und wäre ich mit Sicherheit eher auf der Seite von Herrn Schuler. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir schon auch die Diskussion führen, wo wir mit unserer Ernährungsweise hinwollen. Ob wir jetzt direkt alle vegan leben, was ich, wie gesagt, aufgrund deiner Argumentation total nachvollziehen kann, dass du das für die richtige Lebensweise hältst. Ob wir deshalb alle vegan sein müssen und ob wir uns zumindest im ersten Schritt wenigstens mal ein bisschen bewusster ernähren, ist durchaus eine Frage, die wir uns stellen können. Weil wir leben de facto nicht mehr in einer Welt, wo wir in irgendeiner Form eine Mangelernährung haben. Wir können sehr viel substituieren, auch ohne Fleisch. Aktuell werden Sachen entwickelt oder es gibt Produkte, die schmecken wie eine Leberwurst, ist aber kein Tier für gestorben. Und ich finde, das ist erstmal eine positive Entwicklung. Und vielleicht sind wir sogar in 50, 60 Jahren irgendwann dann an dem Punkt, wo dann ein großer Teil der Bevölkerung oder wo dann unsere Urenkel irgendwann sagen, wie, ihr habt früher Schweine geschlachtet? So, das ist der erste Part. Ich bin auch gleich fertig. Mhm. Und dann nochmal bei dem Thema Logik. Und auch das ist ein Punkt. Also jeder wäre völlig entrüstet, wenn ich draußen mit meinem Hund spazieren gehe und diesen Hund trete. Mhm. Aber gleichzeitig geht man irgendwie los und holt sich halt eine Leberkäse-Semmel und denkt überhaupt gar nicht drüber nach. Und das finde ich schon auch schwierig und ich finde, wir sollten auch ein bisschen reflektieren über die Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen und bloß, weil wir jetzt, sage ich mal, schon immer uns ein 3-Kilo-Kotelett irgendwie beim Grillen auf den Grill gehaut haben, muss es ja nicht heißen, dass wir es künftig auch machen müssen, ohne es jemandem verbieten zu wollen. Das ist mein Einzige, wo ich dir widerspreche. Aber ein bisschen nachdenken über Ernährungsweise schadet, glaube ich, nicht. Als Veganer können Sie aber nicht mit Ihrem Hund rausgehen. Kann man natürlich schon. Sie dürfen ja gar keinen Hund haben. Darf man natürlich schon, weil man ist ja im Sinne des Hundes, der sich auch bewegen möchte und man muss ihn ja an einer Leine führen, weil sonst würde er gegebenenfalls vor ein Auto rennen. Also das ist ja auch nicht im Sinne des Hundes. Weil es Spaß macht. Was ist die Alternative für den Hund? Entweder eingeschläfert zu werden oder an einem Heim vor sich hin zu rotten. Natürlich sollte man einen Hund adoptieren, nicht mehr nachzüchten. Natürlich bin ich gegen Sklaverei und Nachzüchtung von sogenannten Haustieren, aber Tiere zu Hause in seiner Obhut zu haben und als Familienmitglieder so gut wie möglich kann man sich so ein bisschen halbschulden. Natürlich, Sie wollen sich natürlich hier böswillig interpretieren natürlich, und sagen, dass das eine Halbschuld ist, obwohl ich Ihnen ganz genau erklärt habe, dass das ja im Sinne des Hundes an dieser Stelle wäre. Ich möchte hier aber ganz kurz einhaken. Ich finde das sehr erfrischend, dass du mir inhaltlich komplett recht gibst. Gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig traurig, weil ich nehme an, dass du nicht vegan bist, was einfach nur bedeutet, hey, ich stimme der Sache zu, mach's aber nicht, beziehungsweise unterstütze genau das Gegenteil schon, weil jeder Konsum ist natürlich ein Stimmzettel und Gewalt. Das ist ein bisschen eine Heuchelei an der Stelle. Und du gibst mir inhaltlich zwar recht, dass Menschenrechte eigentlich, oder
beziehungsweise dass Tierrechte ja eine inhaltliche Erweiterung von Menschenrechten sein müssen. Das hast du selbst erkannt. Aber dann müssen wir auch die gleichermaßen die Verbote hier fordern. Weil du sagst, hey, das wäre falsch, Menschen in diese praktischen Konzentrationsanstalten zu sperren, Menschen so zu behandeln wie die 40 Millionen Schweine im Jahr, die vergast werden, Menschen ihre Muttermilch und ihre Kinder zu stehlen, dann das verbieten wir ja alles. Wenn du mir also dahingehend inhaltlich recht gibst, dann musst du ja auch gleichzeitig für leider auch diese Verbote sein. Und ich verbiete nicht gerne. Es macht mir keinen Spaß, aber es ist im Sinne des Opfers. Also ich bleib dabei, ich bin grundsätzlich gegen Verbote, weil ich... Gegen Gesetze immer, also? Nee, aber das sind ja Verbote. Ja, klar. Also man kann aber natürlich schon darüber nachdenken, ob man schrittweise beispielsweise Tierrechte, so ein Thema wie Tierrechte, ich finde, das ist ein Thema, das ist auf jeden Fall modern, das müssen wir diskutieren. Mhm. Und inwiefern wir dort auch in irgendeiner Ferne auch Tieren Rechte zugestehen müssen, die sie aktuell... Also dass ein Tier... als eine Sache gilt beispielsweise juristisch, also korrigiere mich gerne, aber du bist da aktuell, ja tief drin, ja. Halte ich auch für eine aber die Alternative seltsam, ist es, dass es tut ja nicht wirklich. Es gibt ja auch Tierquälerei. Genau. Nein, es ist so grenzwertig. Aber das, was in der Tierindustrie jeden Tag passiert, dass wir Küken vergasen, zerdrücken, dass wir Tieren die Kehle aufschlitzen, wenn wir das an einem Hund antäten oder gar einem Menschen, dann würde das natürlich als Missbrauch gelten. Aber das sind ja nur Nutztiere, das sind ja nur Schwarze, das sind ja nur Frauen, das sind ja nur Schwule. Die Geschichte wiederholt sich und wir sind leider Teil davon, wenn wir nicht vegan leben. Und Sie kreiden in Ihrem Buch ganz klar und eindeutig mit dem Buch Gleichschritt an, dass wir gedankenlos einer gewissenlosen, mitläuferischen Masse folgen. Was tun Sie denn anderen, wenn sie ohne Rechtfertigung einer gewalttätigen, fast schon faschistischen Masse folgen als Nicht-Veganer und die Leichenteile von fühlenden Personen aus Massenvernichtungsanstalten essen? Das ist ja nichts anderes als Mitlaufen. Ja, also sie steigern sich da ein bisschen in was rein und unterstellen immer, als würden wir Menschenteile essen. Sie essen halt Tierteile, gleich falsch. Richtig, genau. Das versuchen sie bewusst irreführend in der Debatte einzuwerfen. Er hat's verstanden. Ich find's einfach toll, weil die Position, in der er sich jetzt befindet, in der befand ich mich immer im Sozialismus. Weil man durfte ja nicht offen sagen, dass man gegen den Sozialismus ist. Und ich stand dann immer vor irgendwelchen Kommissionen, die dann gesagt haben, ja, wenn du nicht gegen bist, dann musst du aber hundertprozentig für uns sein. Dann diene länger in der Armee, dann tritt in die Partei ein. Dann wird mitmarschiert am 1. Mai. Das ist einfach so Radikale. Das ist völlig in Ordnung. Also ich sehe es eher als eine Art Sekte. Und das ist ja zulässig. Das ist natürlich feige. Es ist natürlich eine Sekte und religiöse Willkür ist was ganz anderes als ethische Logik, die er jetzt auch verstanden hat. Das ist ja keine totalitäre Position. Position zu sagen, ich esse kein Fleisch. Also nochmal, ich bin ja dafür, dass Sie dafür selbst entscheidet. Ich habe mich entschieden beispielsweise bei vor einigen Wochen. Auch. Ja, aber Sie haben natürlich nicht. Aber warum dann bei Tieren? Du hast selbst schon erkannt, da ist doch kein relevanter Unterschied. Sie sitzen jetzt in der Konsequenzfalle. Ich weiß auch, dass wie Menschen grundsätzlich nie konsistent sind in ihrem Verhalten. Aber du ich weiß auch, dass Rauchen sagen, schlecht ist und trotzdem rauche ich. Und ich aber weiß da auch, dass bist Alkohol du das Opfer. Du kannst doch pauschal sagen, es wäre falsch und deswegen müsste hier ein Verbot her. Das kann man ja zugestehen. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin trotzdem gegen Verbote, weil ich glaube, dass das Verbot in der ganzen Sache nicht. Das ist feig. Nee, ich finde entweder oder ist völlig okay. Also ich beispielsweise habe vor einigen Wochen aufgehört, Fleisch zu essen. Okay, und was ist und mit zwar vor den Milchkühen, dem Hintergrund, den Kitten, den Hühnern? Genau, und zwar vor dem Hintergrund übrigens auch, weil ich eine Talkshow mit dir gesehen habe und weil du da auch, finde ich, diese ethische Linie gezogen hast, die total aus Sinn macht, aus meiner Sicht. Ja. Und ich weiß, dass dir das zu wenig ist. Ich esse auch nach wie vor Fisch und ich esse auch nach wie vor Eier, Fische. Haben Sie dann einen Gürtel aus Leder etwa? Ah ja, ich trage auch einen Gürtel aus Leder. Ich würde auch meine Ledersachen austragen, nur nicht mehr nachkaufen. Die Sache ist aber es ist ja nicht, also ich gehe, also der Unterschied ist, ich gehe ja nicht raus und versuche Menschen zu bekehren, sondern ich habe ja für mich selber entschieden, dass es irgendwie die Richtung, die ich einschlagen möchte. Und jetzt habe ich dir in Teilen schon recht gegeben, jetzt kann ich dir leider nicht zugestehen, dass ich dir 100% in allem recht gebe. Guck mal, das mit dem Bekehren, das ist wieder bei der religiösen Metapher oder bei religiösen Wort. Ja, aber das ist ja dein Ziel, dass du ja das Ziel verfolgst. Ja, aber offensichtlich habe ich dich erreicht und du hast schon was geändert. Du hast mir jetzt ethisch sogar vollkommen recht gegeben. Ja. Du setzt es nur noch nicht um. Das heißt, du befindest dich hier in der Position eines Heuchlers, der schade, so ist, wie es ist, nicht einmal zugeben kann, dass hier das Verbot vollkommen angebracht wäre, weil das für dich selbst bedeuten würde natürlich, hey, ich bin Heuchler, ich müsste das jetzt ausdrücken, das ist unangenehm. Ja, ich mache Leuten dieses schlechte Gewissen. Sie sollten es auch haben, sie erkennen es nur nicht an, weil es machen halt alle. Das ist feig hinter der Masse verstecken. Ich mache grundsätzlich das, was ich für richtig halte. Was in dem Fall die Masse richtig hält, haben Sie vorher schon gesagt. Ich habe demokratietheoretisch argumentiert, das hat ja nichts mit mir zu tun. Dann brauchen Sie eine individuelle Rechtfertigung, nicht vegan zu sein, weil das Gewalttaten sind und Gewalt braucht eine Rechtfertigung. Nein, ich teile ja diese Logik nicht, dass es eine Gewalttat ist. Ja, dann sagen Sie mir doch, das ist keine Gewalttat, einem Tier die Kehle aufzuschnitzen. Nee. Was denn sonst? Ist es Streicheln? Ja, wenn ich es umbringen will, muss ich es irgendwie tot machen. Dann ist das wohl Gewalt, oder? Ja. Also geben Sie doch zu, dass es Gewalttaten sind. Und Gewalt Ja,
Gewalttaten brauchen eine Rechtfertigung. Also was ist genau, die? Gegen Tiere sind es aber keine Gewalttaten, die einer Rechtfertigung bedürfen. Wo ist der ethisch signifikante Unterschied, dass wir Tieren keine Rechte geben würden, dass das keine Gewalttaten sind, weil es keine Menschen sind. Es gibt einfach ein DNA. Okay, und wenn ich jetzt Kuhorn hätte und ein Elf wäre oder sowas, dann dürfen sie mir einfach die Kehle aufschlitzen, obwohl ich genauso fühlen kann, weil ich kein Mensch mehr bin? Wenn sie ein guter Elf wären, würde ich es machen, wenn sie ein feindlicher wären. Und aber so. Die Tiere sind ja nicht feindlich, jetzt, die tun ihnen nichts. Stopp, jetzt drehen wir uns im Kreis. Wir haben die Argumente ausgetauscht. Also hier auf dieser Seite, Tier ist nicht gleich Mensch. Und hier Tierrechte, Tierwohl ist gleichzusetzen und mit Menschenwohl. Tier ist auch nicht gleich Mensch, sage ich auch. Ja, mich würde noch Folgendes interessieren. Wie sehen Sie eigentlich, dass Tiere Tiere essen? Ja, das ist halt so. Und wie ist das für uns eine Rechtfertigung, deswegen Tiere zu essen? Ja, manche Tiere haben die Notwendigkeit, haben im Gegensatz zu uns beispielsweise, dann kommt immer der Löwe. Alle sind plötzlich Löwen, wenn man mit ihnen diskutiert. Der Löwe ist selbst ja auch... Selbst Wildschweine sind Löwen plötzlich. Was ich meine ist, das kommt häufig in den Argumenten, dass eben Leute sagen, aber Raffaella, Löwen essen ja auch Tiere. Warum darf ich deswegen keine Tiere essen? Erstens, du bist kein Löwe. Zweitens, der Löwe im Gegensatz zu Menschen hat eben, soweit wir es wissen, keinen moralischen Kompass. Mhm. Er ist kein moralischer Akteur. Wir haben ein Gewissen, wir haben die Möglichkeit, uns objektiv von einer Situation zu distanzieren und zu entscheiden, will ich für meine Mahlzeit jemanden versklaven oder lieber nicht? Bin ich lieber vegan? Mhm. Das kann der Löwe nicht. Selbst wenn der Löwe das hätte und sich dagegen entscheiden würde, wäre das trotzdem ein Fehlschluss, dass wir uns eben auch so falschlich handeln. Nur weil jemand andere etwas Falsches macht, darf ich das dem trotzdem nicht nachtun. Also der Löwe handelt eigentlich falsch? Der Löwe kann nicht falsch handeln, weil wie gesagt, es sind zwei leidensfähige Wesen, die einander aufessen. Richtig. Ich würde in der Situation, wo ein Löwe sie angreift, sogar einschreiten, weil ich finde nicht, dass Paul ja, genau. Weil ich finde, natürlich im Sinne des Opfers würde ich handeln. Mhm. Aber in dieser Situation muss ich zuerst einmal die Tiere, die Sie ins Schlachthaus schicken, versklaven, bevor ich mit dem Löwen reden gehen kann. Weil Sie haben im Gegensatz zum Löwen hoffentlich, aber ich zweifle langsam daran, ein moralisches Verständnis. Okay. Für Menschen. Die Spitze schlucken wir jetzt mal. Mich würde noch anders interessieren. Es gibt Laborfleisch. Ja. Also, dass man sozusagen eine Muskelfaser entnimmt und daraus mehr züchtet im Reagenzglas. Wie stehen Sie eigentlich dazu? Das ist doch eigentlich moralisch okayer Ausweg für Leute, die weiterhin ihr Steak genießen wollen. Ja, also es gibt zwei Arten Laborfleisch zu gewinnen. Erstens, man muss jedes Mal neues Zellmaterial aus einem lebendigen Tier gewinnen. Das ist natürlich nicht vegan, das unterstütze ich nicht, weil es immer noch Tierausbeutung involviert und das nicht notwendig ist, Gott sei Dank. Wir können uns jetzt schon rein pflanzlich ernähren, ohne diese ganzen Ersatzprodukte. Die zweite Variante ist, man kann aus einer einzigen Stammspende, die man jetzt schon hat, für immer was nachdrucken. Die Verfahren sind ein bisschen anders. Sowas ist natürlich vegan und ethisch und finde ich eine super Alternative, würde ich auch sofort essen. Also ich habe ja nicht aufgehört, diese Sachen zu konsumieren, weil sie mir nicht mehr geschmeckt haben, sondern weil ich anerkannt habe, ich möchte nicht mit dem Tier tauschen, das dafür versklavt und die Kehle aufgeschlitzt bekommen hat, sondern ich möchte mich dann lieber für etwas Gerechtes entscheiden, ohne Mord. Also wir lehnen diese Sachen nicht ab, weil wir die Traditionen ablehnen. Man kann all diese Traditionen und Geschmäcker haben, ohne Gewalt. Tiere kann man nicht ermorden, man kann nur Menschen ermorden. Ja, das ist ein Appell an das Gesetz und ein Appell an die Definition. Ich will einfach nur Propaganda sprechen, einfach bei jeder Gelegenheit dann nochmal zurück. Es ist Mord, es wäre Mord bei Menschen, warum dann nicht bei Tieren? Dann brauchen wir einen ethisch signifikanten Unterschied, Herr Schule. Sie können sich nicht einfach an der Definition orientieren. Steht so im Gesetzbuch. Ja, steht so im Gesetzbuch. Ist halt falsch. Früher war es erlaubt, ja, dass wir Frauen in der Ehe vergewaltigen, Schwule ins Gefängnis zu sperren, Juden zu vergassen. Stand halt alles im Gesetzbuch, das war alles in Ordnung. Und jetzt steht halt drin. Aber Sie wissen ganz genau, was ich meine. Die Gesetze ändern sich mit unserer Moral gemeinsam. Wir können uns nicht an der Gesetz orientieren. Ja, aber Sophie Scholl hat das schon zitiert. Das Gesetz darf nicht unser Kompass sein, unser Gewissen. Deshalb muss ich doch nicht jede Änderung, die Sie vorschlagen, muss ich doch nicht nachvollziehen. Ja, wenn Sie es nicht ethisch begründen können, dann handeln Sie halt willkürlich, gewalttätig und diskriminierend. Und Sie sagen selbst, das haben Sie bei Ihrem Bildaustritt gesagt, Tiere, Sie möchten. Sie möchten aber diskriminierungsfrei handeln, haben Sie bei Ihrem Austritt vom Bild mehrfach kundgetan laut. Das ist doch Diskriminierung, Speziesismus, dass Sie Tiere auf Basis ihrer Speziesismus ist völliger Schwachsinn. Was ist denn, wieso ist das Schwachsinn? Das ist ein Wort für, okay. Sie haben selbst gesagt, Sie diskriminieren Tiere. Das da ist wird genau doch der das, Hund in der tun. Pfanne verrückt. Ganz schlimm, ganz schlimmer Speziesismus. Sie sind gegen Rassismus, richtig? Sie haben gesagt, Sie sind gegen Diskriminierung. Ja, und jetzt sagen Sie lauthals und stolz, dass Sie Tiere diskriminieren. Da passt was nicht zusammen. Nein, ich diskriminiere Tiere nicht, weil man Tiere nicht diskriminieren kann, aber Sie werden es nicht lernen. Wissen Sie, die schlimmste Form für die Diskriminierung ist, einer Gruppe abzuerkennen, dass man gegen sie diskriminieren kann. Und Sie wollen Diskriminierung ablehnen. Sie handeln willkürlich und gewalttätig, weil es ja nur Tiere sind, weil sie nur Schwarze sind. Genau wie auf dieser Welt essen Tiere Pflanzen, essen Tiere richtig. Tiere, essen Menschen Tiere. Ich möchte noch eine alle, naturalistischer Fehler. Jeder isst jeden und dann... Ja, dann esse ich jetzt Menschen. Passt, ich baue Menschen schon. Bevor wir jetzt da anfangen, Menschen zu essen, möchte ich noch einen Abschwenker machen. Nämlich, wir sehen hier, wie wir künftig essen müssen.
müssen, um die Welt zu retten. Sie erfahren ja zumindest inhaltlichen Zulauf von der Politik, die sagt, wir müssen zum Teil vegan leben, um für das Klima was Gutes zu tun. Ja, ich fand das, ich habe es im Eingangsstatement, glaube ich, schon kurz gesagt, ich finde es schade, dass das immer so vermengt wird mit Klima und Gesundheit, weil das pauschal das Ethikthema nichts damit zu tun hat. Wir können nicht sagen, ja, bitte hör auf, dein Kind zu schlagen, das ist besser für deine Handfläche. Also mit praktisch diesen Vorteilen zu arbeiten für den Gewalttäter. Es geht immer noch um das Individuum Tier und das Klima, das juckt das eben nicht, wenn ich hier und da mal ein Tier auf meinem Teller habe. Ja, der durchschnittliche Veganer verbraucht insgesamt weniger Ressourcen, Fläche, Wasser, weniger CO2-Ausstoß als der durchschnittliche Nicht-Veganer. Aber das ist nicht, das ist nicht absolut nicht. Wie wollen Sie denn Ihre Tiere ernähren? Mit Pflanzen, die brauchen mehr Fläche. Also bitte, Entschuldigung, nein, aber das ist Volksschulmathematik hier. Um ein Kilogramm pflanzliche Nahrung herzustellen, brauchen Sie viermal so viel Fläche wie was für, essen wie denn die Kühe, die Sie versklaven lassen? Die essen zum Beispiel den Halm von der Gerste und von dem Weizen, den wir die nicht die allermeisten Ackerfläche weltweit werden hergestellt, die größten Regenwaldholungen für die Tiere, die Sie ins Schlachthaus schicken lassen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind nicht hier, um eine Umweltdebatte zu haben. Natürlich kann man dadurch auch Ressourcen sparen, aber man muss nicht. Man kann auch sehr umweltbelastend sein als Veganer. Darum geht es gar nicht. Ben? Wir zwei, wir verstehen uns noch, oder? Wir verstehen uns. Nee, ich hab mich schon darauf gefreut, dass die beiden hier aufeinandertreffen. Ich wusste schon, dass es heiß hergeht. Nee, alles wunderbar. Ich würde sagen, für die Tiere nicht. Ja. Wegen nicht. Da machen wir einen Punkt. Das war stimmt, Ihr Nachrichtentalk. Seien Sie das nächste Mal wieder mit dabei. Eine neue Ausgabe gibt es immer montags und mittwochs. Vielen Dank an meine Gäste. Es hat großteils sehr viel Spaß gemacht. Und ihr zwei könnt die Debatte jetzt gerne noch nach der Sendung weiterführen. Sie, liebe Zuschauer, Sie können sich auch an dieser Debatte beteiligen, indem Sie uns in die Kommentarspalte Ihre Meinung schreiben. Teilen Sie diese Sendung mit Ihren Freunden. Abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie auf gar keinen Fall, Sie stimmen so, wie Sie sind. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.